kannst dich erinnern, wir haben Kara hier programmiert, dass wenn er hier gerade läuft, dass er sich hier nach links dreht und wenn er hier auf das Kleeblatt dann kommt, dass er hier dann aufhört. Schauen wir mal, wie flexibel unser Programm ist. Wenn ich jetzt hier den Baumstamm hierher geschoben habe, beobachten wir noch einmal. Ich starte das Ganze hier, kommt dann hierher, ist immer noch im Zustand laufen. Er dreht sich einmal nach links und noch einmal bleibt er hier dann, dass er nach links dreht, dreht sich um, geht dann weiter, wird dann das Spielfeld verlassen und wird dann wieder hier zurückkommen. Also du siehst, je nachdem, wie umfangreich man hier diese, ich habe hier über Stopp das Programm gestoppt, kann man das Programm sehr gut einstellen und Kara kann auf sehr viele Zustände reagieren. Ich möchte jetzt unser Programm etwas erweitern und möchte es so machen, wie machen wir das jetzt, dass ich hier zum Beispiel schieben wir den Marienkäfer mal hier und hier lassen wir ihn starten, dass Kara, wenn er zu einem Marienkäfer kommt, sich dann einmal umdreht und zwei Schritte geht. Gut, wie machen wir das? Wie erweitern wir unser Programm? Indem ich hier dann hergehe und einen neuen Zustand erschaffe. Dieser neue Zustand wäre dann Kleeblatt umdrehen, zwei Schritte. Dazu muss man natürlich dann eine Sache kennen, ob sich ein Pilz zum Beispiel vor ihm befindet. Machen wir das einmal. Und ich muss hier diesen bestehenden Zustand laufen, dann auch nochmal erweitern, nämlich um die Eigenschaft, ob sich jetzt ein Kleeblatt vor ihm befindet. Wie kann ich einen bestehenden Zustand bearbeiten? Ich wähle mir hier aus und gehe dann hier auf Bearbeiten. Und wähle mir dann hier weiters den entsprechenden Sensor aus, den ich noch hinzufügen möchte. Ich könnte auch einen anderen entfernen. Klicke hier auf OK. Man sieht schon, dass ich hier ein paar Dinge zu machen habe. Ich mache mal zuerst einmal hier diesen Bereich. Wenn sich also kein Baumstumpf vor ihm befindet und auch kein Kleeblatt unter ihm, aber jetzt hier dann dieser Bereich des Kleeblatts, will ich mir hier diesen Zustand Kleeblatt umdrehen aus, den er dann wechseln sollte. Ja, und Kleeblatt wechseln würde dann für ihn bedeuten, wenn sich vor ihm einer befindet, dann sollte er sich einmal nach links drehen, ja, dann noch einmal nach links drehen und zwei Schritte nach vorne machen. Und dann ist die Frage, was danach dann kommen sollte. Dann könnte man sagen, danach soll er dann vielleicht auch in den Zustand Stopp gehen, dass es dann danach dann auch aufhört. Also man sieht dann hier in dem Fall, dass es hier schon zwei Möglichkeiten gibt, zu Stopp zu kommen. Also einmal dann geht er zum Stopp über, wenn sich unter ihm eben so ein Kleeblatt befindet und eben wenn er diesen Zustand Kleeblatt und Drehen verlässt. Das muss ich hier aber noch ein bisschen nacharbeiten. Diesen Zustand laufen soll er machen eigentlich, solange sich hier nichts anderes da an Sensoren abspielt. Hier machen wir das dann ebenfalls, das Linksdrehen. Und hier machen wir dann ebenfalls No, dass das dann hier zutrifft. Okay, ich habe das jetzt hier mal so eingestellt. Schauen wir, ob das Ganze funktioniert oder ob wir Fehlermeldungen haben, wir etwas übersehen haben. Gehen wir auf das Programm laufen, ist hier in diesem Zustand laufen, geht dann um über in das Linksdrehen, wieder laufen, Linksdrehen, wieder Linksdrehen, laufen, geht dann hier weiter, kommt dann zum Fliegenpilz, arbeitet das hier langsam ab, geht zwei Schritte und geht über dann in den Zustand Stopp.